grüße euch, ihr Lieben. Hier bin ich wieder mit dem nächsten Wochenorakel. Und zwar, jetzt ist das das Video für den 18. bis zum 24. November 2019. Ich bedanke mich, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Und ich bedanke mich auch für euer Interesse. Ich wollte nur kurz vorne wegschicken, wer es irgendwie nicht mitbekommen hat, mit den Tagesvideos. Also, falls ihr die sucht, die habe ich derzeit eingestellt. Erst einmal eben aus Zeitgründen. Ich habe es eh schon öfters erklärt. Es kann auch sein, dass diese Videos mal ausfallen. Das ist jetzt momentan wieder alles offen. Im Moment habe ich noch Zeit, aber es kann sein, dass sich das von heute auf morgen ändert. Es wird so sein, nur wann weiß ich nicht. Dann habe ich wieder ein bisschen weniger Zeit und ja, habe ich eh schon erklärt. Und eben die Tagesvideos, habe ich mir gedacht, stelle ich jetzt gleich ein. Ich habe in dem letzten Video zum 16. November, wem es interessiert, also ich habe das eh genannt, vorerst letztes Tagesimpulsvideo, habe ich auch die anderen Gründe erklärt. Also es gab jetzt mehrere Gründe, die für mich irgendwie so zusammengelaufen sind sozusagen. Und deswegen, ja, habe ich mir gedacht, ich stelle das jetzt mal vorläufig ein, beziehungsweise ja. Mir war so danach, wie gesagt, ich erkläre es eh in dem Video, also wenn es euch interessiert, könnt ihr euch das auch gerne mal anhören. Ich weiß, viele interessiert das Gequatsche nicht und dann wird sich wieder beschwert, dass ich so lange vorne wegrede, ja. Aber es sind meine Videos und ich weiß auch, dass das viele Menschen interessiert, was los ist, und deswegen sage ich das auch. Und ja, wie gesagt, die die Wochenvideos, die sollen vorläufig bleiben. Und das, was ich auch immer am Samstag mache, eben die Liebesorakeln oder was anderes, je nachdem. Und ja, ich habe wieder das große Lennemann-Blatt mitgebracht, wie immer. Ich habe auch wieder einen Stein mit. Und zwar ist das diesmal die rote Koralle. Die haben wir, glaube ich, eh auch schon gehabt. Ich weiß nicht, ob im Wochenvideo oder im anderen. Wir haben ja so viele Steine. Und wir wählen das halt immer intuitiv. Das ist für euch aufgeladen worden für das Video für die Woche. Und die rote Koralle, die ist ein ganz starker Schutzstein. Vielleicht könnt ihr das gerade brauchen im Moment, dann kommt das eh gerade richtig. Er hilft gegen alles Böse, unter Anführungszeichen, und negative Energien. Und die rote Koralle schwächt auch die Empfänglichkeit für Missgunst und Neid und beschert Lebenskraft, Freude und Energie. Wenn euch da mehr noch interessiert für die Wirkungen, dann schaut es bitte im Internet nach. Also rote Koralle Wirkung eingeben, auch mit allen anderen Steinen könnt ihr das machen. Da findet ihr immer ja, sehr viel Material über die Steine und könnt euch da auch einlesen. Ich muss sagen, ich arbeite momentan wieder sehr viel mit Steinen, mit meinem Partner, der die auch auflädt für mich und mir auch auflegt. Und es sind wirklich, ja, wir haben so viele Erfolge, muss man fast sagen. Also ich finde es echt toll, was man ja aus den Steinen alles rausholen kann. Na gut, dann fangen wir an mit dem Wochenvideo. Und zwar, ihr habt das wahrscheinlich eh schon gesehen, haben wir als erstes Karte den Bären. Ja, der Bär, der steht ja für einiges im Lennemann. Kommt immer darauf an, halt auch, was so rundherum liegt. Ich werde das auch gleich nochmal dazu dann erklären. Der Bär steht aber auf jeden Fall, was ich gut finde, also dass ich gut finde, dass er hier als erste Karte liegt, so als Überschrift für Stärke und Kraft natürlich. Wenn wir uns den Bären anschauen, ne? Da ist viel Stärke dahinter. Und ja, wir haben jetzt hier noch die Ruten, die Schlange und den Anker. Finde ich sehr vielfältig diesmal. Es kommt zwar in den nächsten Eckkarten, wenn Sie schon vorausgeschaut habt, wieder einmal das Liebesthema. Aber eben, wir haben auch jetzt mal so als erster, als allgemein, finde ich ein sehr vielfältiges Angebot an mehreren Deutungsmöglichkeiten, beziehungsweise was ich deute ja immer so, wie ich es von der geistigen Welt reinbekomme für euch. Und ich suche mir das jetzt nicht aus, was ich wie aus, also anschaue in dem Sinn oder was ich sage, sondern ich sage das einfach wirklich geführt und ich lasse die geistige Welt sozusagen durch mich sprechen. Und nachdem ja hier viele zuschauen, gebe ich natürlich auch immer mal mehrere Deutungsmöglichkeiten an die Hand, dass das vielleicht das eine oder andere auch für euch passt. Ja, also der Bär und die Ruten, das sind für mich so Gespräche,
Ja, die Stärken, vielleicht hast du diese Woche eben mit jemandem ein Gespräch, was dich sehr stärkt, was dich weiterbringt. Das Ganze kann sich natürlich auch, weil wir den Anker haben, um den Beruf gehen. Und der Bär ist für mich auch so die klassische Chefkarte. Also, es könnte durchwegs sein, dass du diese Woche ein sehr wichtiges Gespräch hast im Beruflichen. Es ist jetzt egal, ob du einen Job hast oder vielleicht einen suchst, dann könnte es auch ein tolles Vorstellungsgespräch sein. Wir haben hier noch die Schlangenkarte liegen. Das könnte einerseits bedeuten, also man sagt auch, die Schlange steht ja auch für Verwicklungen, dass es doch irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, verwickelte Gespräche sein können oder Gespräche, wo man jetzt am Anfang gar nicht genau weiß, um was es geht. Allerdings haben wir hier wieder so positive Karte mit den Störchen und den Bäumen, dass ich mir eher denke, dass es hier noch um eine andere weibliche Person geht. Steht ja auch die Schlange, vielleicht hast du ein Gespräch mit einer Kollegin oder auch, dass es beide als Vorgesetzte sind, Chef und Chefin. Vielleicht bist du irgendwo in einem Familienbetrieb und da gibt es eben beide. Das kann natürlich auch sein. Meiner Meinung nach eben geht es hier um etwas sehr Positives. Der Baum steht ja auch für die Stabilität, für das Wachstum. Vielleicht will man dir eine Position anvertrauen, wo du eben ja da die besten Voraussetzungen hast. Wir haben ja auch hier noch die Eulen. Da könnte man dann aber auch sagen, eben eventuell, wenn es wirklich ein bisschen verwickelt ist, ja, das löst sich auf. Wir haben also durch die Mäuse auch, ne, der Stress so löst sich auf und wir haben ja hier auch noch den Sarg, wo man sagen könnte, da geht es wirklich um Transformation. Vielleicht bekommst du wirklich ein tolles Angebot, ne? Oder eben es geht wirklich mit jemandem, der nicht aus dem Beruf ist, um ein Gespräch, was dich positiv verändert. Und wir haben hier übrigens auch wieder die Fische, die Geldkarte liegen. Könnte unter Umständen halt auch wirklich um etwas Finanzielles gehen, aber schau mal, ja. Also wir haben zwar hier die falschen Blockaden am Geld, aber hier die Beständigkeit und die positiven Veränderungen und das in Kürze. Vielleicht bist du auch bis jetzt zu wenig bezahlt worden, dass jetzt einfach mehr Geld reinkommt, dass man dir mehr Geld anbietet, was man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann, was sich die meisten nicht vorstellen können, aber es liegt so drinnen. Ne? Schauen wir mal zu der nächsten Eckkarte, da haben wir das Kreuz. Das Kreuz steht ja immer für so, also, ja, ich sage immer Schicksal, aber es gibt eigentlich für mich kein Schicksal, ich muss mir da irgendwann mal ein neues Wort ausdenken. Aber etwas, was mit Sicherheit kommt, was eben schicksalshaft kommt, kann auch für das Karma stehen, kann auch für, ja, Religionen stehen, was in dem Sinn aber nicht sein wird, ne? Vielleicht eher Glauben, ja, und Glaubenssätze könnte man auch sagen. Und wir haben hier den Park, die Blumen und das Herz. So, ne, jetzt sind wir wieder so angelangt, weil hier liegst du, dass das schon auch ein Liebesthema sein kann. Ein Treffen in der Öffentlichkeit. Diese Person kann natürlich auch ein Verehrer sein. Ich sage mal nicht der Partner, weil das ist für mich die 28. Aber der liegt zwar dann da, vielleicht hast du auch einen Verehrer aus dem beruflichen Umfeld. Vielleicht ist es auch dein Chef, ja. Hoffentlich gibt es dann keine Chefin dazu, aber einfach ein guter Kollege, ein Chef, ja, kann dich auch sein. Es kommt hier schicksalhaft was auf dich zu und wie gesagt, da liegen die Treffen in der Öffentlichkeit. Wer auch immer jetzt der Mann ist, es kann auch der sein. Meiner Meinung nach kommt es zu dieser Woche, in dieser Woche wirklich zu schicksalshaften Treffen und es geht um die Liebe. Vielleicht hast du auch jemanden im Internet kennengelernt und ihr wollt euch jetzt treffen, wie auch immer. Das liegt aber sehr positiv, weil wir haben ja hier auch das Buch drauf, also kann sein, dass du ihn auch noch gar nicht kennst, wäre eine Möglichkeit und jetzt kennenlernst, ja, du hast aber hier das Glück, du hast zwar hier wieder den Turm, den Rückzug, aber hier liegt auch das Kind, der Neubeginn, ne? Also vielleicht warst du wirklich in den letzten Wochen und Monaten sehr stark am Rückzug, was das Thema Liebe betrifft, weil du eben so viele Schwierigkeiten gehabt hast, aber schau mal, das Glück kommt ins Haus bei dir. Und hier haben wir das Schiff, die Reisekarte und das höchste Glück. Also meiner Meinung nach gehst du generell aus deiner selbstgewählten Isolation jetzt raus. Wahrscheinlich warst du eben in der letzten Zeit sehr zurückgezogen. Vielleicht nicht nur was das Thema Männer betrifft, sondern generell kann auch sein. Und jetzt
gehst du wieder in eine leichtere Zeit, würde ich sagen. Also es geht hier wirklich um Glück. Du hast zweimal das Glück hier liegen, wow. Ne? Geh aus dem Turm da raus. Also für mich, eben, du schaust ja da noch rein, aber wir haben hier auch die Sense, die den Turm auch aufknacken wird sozusagen. Und dann liegt ja hier noch der Brief. Es kann eine sehr glückhafte Nachricht sein. Kann sein, dass es auch um eine Reise geht. Vielleicht wirst du wirklich zu einer Reise eingeladen. Zu deinem Herzenspartner. Zu einem neuen Verehrer. Das sind wirklich heute sehr viele Möglichkeiten offen. Manchmal sind ja die Decks so, da kann man gar nicht viel reindeuten, weil es einfach so ist. Und jetzt ist es wieder mal sehr offen. Und als letzte Eckkarte haben wir hier den Mond, da geht es um die Gefühle. Ja, jetzt haben wir halt leider die Mäuse auch auf der Partnerkarte. Also wenn es bei dir um eine Frau geht, gilt das auch. Da gab es Stress, da gibt es Stress um die Gefühle. Transformation wird leider angeknabbert von den Mäusen, könnte sich einerseits noch verzögern, andererseits schaut eher in die Lilienkarte rein. Die Lilien stehen ja für die Familie und für die Sexualität. Kann sein, dass er an beides denkt, ja, vielleicht denkt er an die Sexualität mit dir, aber eben auch Familiengründung und so weiter, wäre natürlich toll. Und generell würde ich sagen, der Mond steht ja auch für den Erfolg, das heißt, du kannst hier wirklich erfolgreiche Gespräche haben. Da liegt mir eben der Stress, die Eulen, die Vögel, die stehen ja immer so für Stress und Aufregung. Kann auch sein, vielleicht kriegst du irgendwie eine Einladung eben zu einem Gespräch bei deinem Chef und du machst dir den Urstress und denkst, um Gottes Willen, was kommt hier? Und dann ist es aber sehr erfolgreich, ne? Man bietet dir etwas an, was wirklich dich mehr und mehr in die Stabilität bringt. Und wir haben bei den mittleren Karten, ja, haben wir den Berg, die Wege, den Fuchs und die Sense. Gut, dass die beiden schauen, ja, eigentlich raus, aber da halt auch rein, ja, je nachdem, wie man es nimmt. Die Blockaden, ja, es kann natürlich auch ums Ausland gehen. Etwas, was dich ins Ausland führt. Entscheidungswege, vielleicht hast du bis jetzt auch immer an etwas gezweifelt. Der Fuchs steht ja für die Zweifel, Transformation, die totale Veränderung. Und ja, dass der Fuchs einfach, also die Zweifel und Ängste haben dich eigentlich immer wieder aufgehalten vor diesen Veränderungen. Aber schau, du hast hier die guten Energien, eben die positiven Nachrichten. Und auch die Blockaden, die da drinnen waren, klingt vielleicht komisch, aber manchmal ist es ja auch gut, wenn wir nicht sofort alles so erreichen, wie wir wollen. Weil du hast hier dann eben durch die Blockaden auch das Geld in der Veränderung, die Glückskarte drauf. Also es kann durchwegs sein, dass es eben jetzt Zeit gebraucht hat, auch in der Liebe, dass du nicht alles gleich so schnell funktioniert hat sozusagen. Ja, ja, ich habe mir schon die wunderschönen Lichtengelkarten, die ich von einer lieben Zuschauerin zugeschickt bekommen habe, geholt. Die wollte ich nämlich noch als, ja, als letzte Botschaft für dieses Video noch eine ziehen. Okay, haben sich zwei umgedreht, dann nehmen wir die. Ja, ich habe meinen Amazon-Wunschliste, das ist mein Name noch einfach, unter dem Video sind wir eingeblendet. Wenn sie mir gerne was zukommen lassen möchte, jetzt freue ich mich natürlich drüber. Und eben eine liebe Zuschauerin hat das jetzt genutzt. Und zwar haben wir als erstes, also es sind zwei Karten rausgefallen, die Freude, das ist natürlich super. Sie ist das Elixier des Lebens, du hast Altes, Belastendes losgelassen, das passt ja wieder sehr schön. Und dann haben wir noch den Kreislauf. Okay, so. Atme den heiligen Strom des Lebens aus der Quelle Gottes und der Göttin in deine Zellen und Organe. Ja, ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen Luft holen, ein bisschen noch, ja, was soll ich jetzt sagen, zur Ruhe kommen, aber auch nach vorne schauen kommt mir rein. Also es soll jetzt auch wirklich, es klingt vielleicht komisch, zurückkommen, nach vorne schauen, aber in der Ruhe nach vorne schauen. Und ebenso dich auch mit dem Kreislauf des Lebens verbinden durch das Atmen. Vielleicht suchst du dir auch aus dem Internet ein paar Atemübungen raus. Es gibt ja ganz wunderbare Atemmeditationen, auch so zur Ruhe kommen, alles abwerfen. Eben, du hast schon viel losgelassen, du darfst jetzt auch in die Freude gehen. Das freut mich natürlich ganz besonders. Wir müssen immer wieder Dinge loslassen, so wie ich jetzt die Tagesimpulse wieder losgelassen habe. Es war auch nicht einfach für mich, weil ich habe die wirklich so gerne gemacht, aber
wie gesagt, ich habe eh alles andere in dem Video dazu erklärt. Ich hoffe, ihr könnt es mich auch ein bisschen verstehen. Es ist vielleicht für den einen oder anderen nicht verständlich und ja, ich werde dann eh schon sehen, was wieder für Kommentare kommen, aber ja, es ist nun mal so und ich muss auch nach meinem eigenen Gefühl gehen und nach meinem eigenen Ermessen. Und so ist es eben auch wichtig, Dinge loszulassen, um ja, auch wieder in die Freude zu kommen. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Dabeisein. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr es liked, teilt, kommentiert und meinen Kanal abonniert. Und dann, ja, sage ich alles Liebe, bis zum nächsten Video. Tschüss, Baba.